1922 bis 1932, Zweiter Italienisch-Libyscher Krieg. Dem italienischen Faschismus fielen beim Eroberungskrieg etwa 100.000 Libyer zum Opfer. 1954 bis 1962. Frankreichs Einmarsch kostete knapp 1 Million Algeriern das Leben. 1979 bis 1989. Sowjetische Invasion in Afghanistan. Sowjetische Truppen marschierten in Afghanistan ein und Afghanistan wurde zum Schlachtfeld. Mehrere Hunderttausende wurden dabei getötet. 1991, Zweiter Golfkrieg. Die USA bombardieren den Irak. Opferzahl? Mehrere Hunderttausend. 1994 bis 1996, russische Invasion in Tschetschenien. Zehntausende Tote. 1995, Srebrenica. Völkermord an über 8000 Muslimen vor den Augen niederländischer UN-Friedenstruppen. Im Gedenken an den Widerstand gegen die Osmanen ist der Tag nun gekommen, um an den Muslimen Rache zu nehmen. Ratko Mladic. 7. Oktober 2001, der Einmarsch in Afghanistan durch die NATO und den amerikanischen Truppen führte zu über 220.000 tote Zivilisten unter dem Deckmantel Terrorismusbekämpfung. Entweder ihr seid für uns oder ihr seid für den Terrorismus. George W. Bush. 2002. Die USA eröffnete das Foltergefängnis Guantanamo, in dem unschuldige Zivilisten und Minderjährige ohne Anklage entführt und gefoltert werden. 2003. Irakkrieg. Eine Lüge kostete 1 Million Irakern das Leben. 2004 bis 2013. Tausende tote Zivilisten durch Drohnenangriffe in Pakistan. 2004. Kopftuchverbot an französischen Schulen. Wir müssen eine politische Antwort auf ein politisches Problem geben. Wir haben kein Problem mit der Religion in Frankreich. Wir haben ein Problem mit dem politischen Gebrauch durch eine Minderheit der Religion. Jérôme Rivière. 2006. Charlie Hebdo veröffentlicht Mohammed-Karikaturen. 2009. Minarettverbot in der Schweiz. 2010. Frankreich verbietet das Tragen des Niqab in der Öffentlichkeit. 2011, Beginn des arabischen Frühlings. Allein in Syrien verzeichnen wir über 500.000 Tote. Seit 2014, kultureller Genozid. Über 1 Million Uiguren aus Xinjiang leben in Konzentrationslagern. 2016, Burma. Über 1 Million Geflüchtete und tausende tote Muslime. 15.03.2019, Christchurch, Neuseeland, 51 Tote, 50 Verletzte. Ja, es war ein Terroranschlag. Brandon Tarrant. 2019, 950 islamfeindliche Übergriffe allein in Deutschland. 19.02.2020, Anschlag in Hanau, bei dem 9 Menschen mit Migrationshintergrund ums Leben kamen. Liebe Muslime, und jetzt frage ich euch, was ist die Ursache dieser Verbrechen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Muslime gleichen in ihrer Barmherzigkeit und ihrer Zuneigung füreinander einem Körper. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Fieber und Schlaflosigkeit.